Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Mittelstädten. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt in der Nähe von Mittelstädten. Tegernbach nennt sich dieser Ort, unweit also auch im Landkreis Fürstenfeldbruck. Und da besuchen wir jetzt den Thomas. Thomas Kernde ist Schmied, Kunstschmied seines Zeichens hier in dieser Werkstatt. Und hat, glaube ich, die ganze Familie auch mit Tollberuf weiter angelernt. Da sind sie schon alle. So, grüß Gott, grüß Gott. Servus miteinander. Ja, das ist die ganze Familie ist da. Jung und alt ist da. So, jetzt arbeiten, ja, nicht anhalten, Laue. Wer ist jetzt der Thomas? Wer ist der Chef? Das ist der Chef. Der Thomas, ich habe jetzt Handschuhe an, gell? Ich zeig's jetzt gleich aus. Ja. Und, alles gut, lass mal den zehn. Ja, da sieht man, da ist was gearbeitet worden. Ja. Wie lange arbeitet er schon als Schmied? Als Schmied? Mit 14 habe ich angefangen. 14? Ja. Und jetzt ist man über die 50 drüber, oder, Thomas? Über 50. Über 50 kommen wir schon, gell? Ja, ja. Ein bisschen auch noch weiter drüber. Aber die, also, wie lange jetzt schon im Beruf tätig? Ja, 60 Jahre. So, jetzt können wir mal zusammenrechnen, liebe Zuschauer, wie jung der Herr hier ist und man sehe jetzt ihm nicht an. Ist Schmied ein Jungbrunnen? Ja, ja. Schon, oder? Scheinbar. Hat es nichts anderes gegeben? Wolltest du das machen unbedingt? Oder hat der Papa gesagt, ist das familiär auch begründet? Ja, ja, familiär. Wir sind ja schon seit 1795 sind wir schon da, die Familie. Kernlich, 1795? Ja, und Albe Schmied, also praktisch bin ich die siebte Generation. Und die Nachfolgegeneration? Das wäre die neunte da. Die. Aber darf ich mal fragen, wer jetzt wer ist? Nur? Das müssen wir jetzt auch mal. So, wer ist der Herr? Ich bin der Bruder vom Thomas. Also wenn ich so jünger und älter tappe, irgendwann, nein. Gleich alt fast, oder? Ja, so ungefähr. Der Jüngere oder der Ältere? Jüngere. Der Jüngere. Wie narrisch. Aha. Wie viel Jünger? 3 Jahre. Das geht. Hat er die auch gelernt? Ja, auch ein bisschen was gelernt davon. Ja, war ein guter Lehrer wenigstens. Ja. Er hört nicht so, er hört nicht so. Also auch Schmied. Ja. Also ist das dann jetzt die siebte Generation, ihr zwei? Achte? Hast du auch Schmied? Nein, auch Schmied gelernt. Aber wer Tochter oder wer sind Sie jetzt? Ich bin die Nichte von Thomas. Vorname. Monika. Servus Monika, da war mein Hint, schau her, da war mein Hint, Monika. Also die Nichte, und das ist die? Ich bin die Tochter, ich bin Renate. Mhm. Trefft sie euch öfters da auf den Plausch, he? In der Werkstatt, schauen wir, was der Thomas so treibt. Du arbeitest nicht mehr, du überlässt ihm jetzt das Ruder oder arbeitest du auch noch? Nein, ich arbeite nicht mehr. Hast du gesagt, mach dir eine Lui, oder? Mir langst. Dir langst. Und ihm langt es nur niert, oder was? Und Thomas nur niert? Thomas macht es immer noch weiter. Das ist Hobby. Und er hat immer noch genügend, die von ihm was möchten. Ich bin narrisch. Und du bist im Beruf tätig, oder was machst du? Nein, ich bin Spenglerin. Ja gut, geht aber auch schon in die Richtung. Ja. Gell? Das ist also eher ungewöhnlich für ein Mädel. He? Das stimmt, ja. Finde ich aber cool. Das ist nicht so schlecht, die nachfolgende Generation, Thomas. Hobby. Das ist also Hobby. So schaut bei dir Hobby aus. Wow. Wie lange arbeitet man an sowas? Ich habe es was hergerichtet. Das ist ein altes. Ach so, das hast du saniert wieder. Aus Südtirol. Aha, aus Wilanders. Darf ich mal fragen, warum Menschen aus Südtirol zum Kernle Thomas kommen und sagen, kannst du mir das richten? Die haben das gekauft, die Leute, die sind im Pfaffenhofen da verstehe. Drüben bei. Jetzt so ist das alles. Aha. Was machst du sonst noch für Arbeiten? Also auch selbst kreativ? Da, das sind zum Beispiel unsere Rosen da. Wie narrisch. Wie lange ist man jetzt über sowas drüber? Ja, das dauert schon ein paar Stunden. Wirklich? Aha. Weißt du, was ich immer erstaunlich finde? Also Schmied, Metall, Mann, Metall, Feuer, das verstehe ich. Aber dann macht er Blümchen, Rosen. Das ist bei mir immer so, weil ich suche, das passt für mich für den Schmied immer nicht zusammen. Trotzdem ist er ein Feinarbeiter. Das ist grob und fein. Was macht er am meisten Spaß? Das Tüfteln oder das Draufhauen aus dem Feuer und es zischt? Ja, eher das Tüfteln, ja, und halt die Feinheiten. Das ist das alles. Das, so was machst du auch? Ja, das ist. Eine Pfanne machst du auch? Pfanne mach ich auch. Ich bin das ist das Allerbeste. Das ist ein Ding. Wie geht das? Wenn es runterbrennt ist, dann kann man da aufdrehen. Ja. Ich werde verrückt. Sparleuchter. Weil,
zeichnest du dir das auf? Malst du dir das auf oder kommt das alles aus dem Handgelenk? Ja, das wird dann. Ja, zuerst muss man überlegen, wie es ausschauen soll und dann zeichnen wir es auf. Zeichnen ist wichtig. Ja, ist schon wichtig. Und lernt man da mal aus, also als Schmied, oder lernt man immer dazu? Nein, lernt man nie aus. Warum hörst du denn nicht auf? Weil ich noch nicht ausgelernt habe. Das ist noch nie so weit, wa? Ja. Den kennst du mal von der Werkstatt Assidron. Ja. Ihn kennst du von der Werkstatt Assidron. Während du am Sessel hockst, hättest du einen Assidron. Ja, so ungefähr. Warst du eher fürs Grobe oder auch fürs Feine zuständig? Wer war denn dann die Arbeitsaufteilung oder gab es da gar keine? Die Aufteilung war, ich hab Schmied gelernt und dann später haben wir umgestellt auf Heizung und Installation. Ach, verstehe. Und der ältere Bruder hat Landmaschine gemacht. Drei Baumwurzeln? Da hat Mutter auch was zu tun gehabt, gell? Ja, da lacht er. Da hat es nichts zum Lachen gehabt. Sind beim Thomas Kernli, beim Bruder und bei Nichte und bei Großnichte. Da sind wir. Also in Tegernbach. Bis gleich. Da. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Mittelstädten. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, heiß ist es. Wir sind beim Thomas in Tegernbach. Das ist der Bruder, das ist die Nichte, das ist die Großnichte. Alle sind da. Und ich vermute, das wird ein Schneckner. Endung von einem Tierstab. Verstehe. Du, das Klopfen im Dorf, kann das auch manche Leute in der Ruhe stören? Was machst du denn immer an der Seite? Warum klopfst du da immer nur hin eigentlich? Da ist doch nichts. Warum klopfst du da immer nur hin? Zugeben, sagt man da. Zugeben? Zugeben, ja. Was heißt das, zugeben? Ja, das ist dann im ganzen Dorf, hört man das, dass der Schmied arbeitet. Ein Geschenk. Es ist ein akustisches Geschenk für die Mitbürger hier. Es hat was Beruhigendes, oder? Man weiß, dass der Schmied da ist. Wie lange arbeitest du denn immer in der Werkstatt? Wie lange bist du da? Wann fängst du an? Wann hörst du auf? Ich fange um 8 Uhr, um 3:30 Uhr wieder auf. Der kriegt wirklich erst 8 Stunden auch noch zusammen am Tag, oder? Gönnst du dir auch eine Mittagspause? Ja, ja. Kocht's denn dann wenigstens was Gescheites, Mädel? Schau mal. Deine Frau sieht dich nicht so oft. Kann das sein? Ha? Obwohl, die wird sich sagen, dann ist er verrammt, oder? Dann ist er verrammt. Das hat ja auch Vorteile. Du, warum Metall? Was macht so frei am Metall? Was ist für dich so das Begeisterungsfähige daran, immer nur? Weil man halt danach was sieht, wenn man was gemacht hat und wenn es noch gelungen ist. Ja. Das ist, macht er frei. Gelingt einmal nichts? Also ist dem Thomas schon mal was passiert, was er in die Ecken geschmissen hat und nie wieder angefasst hat? Ja, das gibt's auch, das. Jetzt wird er schüchtern. Was ist einmal so dermaßen in die Hosen gegangen, Thomas? Sei ehrlich. Was hat mal nicht funktioniert? Ja, da fährt man jetzt gerade gar nichts ein. Das ist ja her, haben wir schon. Da tüftelst du dann so lange, bis es geht, oder? Aber genau, ja. Genau. Und ist einmal was nicht in der Hand, also dass man sagt, es gibt Tage, wo das Metall und du keine Freunde seid, wo das nicht funktioniert, weil man sagt, heute geht's nicht, ei. Ja, das gibt's schon, ja. Schon, manche Tage, ja. Aber bist du ja auch ein Künstler. Am nächsten Tag ist es dann wieder besser. Dann machen wir raus dann, oder? Ein bisschen so Abstand suchen. Ja, genau. Was ist für dich so das meiste, wo du fast stolz bist? Also gibt es da etwas, wo du sagst, das ist wirklich was, wo ich mich frei drüber? Ja, wenn man halt irgendwo was sieht, das, wo einem selber gefällt und das, wo gelungen ist, das ist ja praktisch ein ewiges Werk. Das steht ja, da bin ich nicht mehr da und dann steht das noch da, meine Arbeit. Also ein Kernli erkennt man. Genau. Echt? Ja, echt interessant, ne? Wenn es da noch was ist. Gibt es noch etwas, was du noch unbedingt einmal ausprobieren möchtest? Was du spezifisch noch nie ausprobiert hast? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, da fällt mir das gerade nicht ein. 60 Jahre und kommt was zusammen, gell? Das ist klar, verstehe ich. Ja. Ist etwas, was du auch weitergeben möchtest? Ich meine, wenn du da immer da bist, ja, das ist ja die Generation, die warten darauf, dass du ihnen Ratschläge gibst. Ja, die Renate macht schon ein bisschen weiter. Die macht
Lampen und so. Ist schon ein bisschen künstlerisch tätig. Muss ja von irgendwas herkommen, gell? Genau. Sagst du, wo ist denn eigentlich der Amboss? Wo hast du denn den hier? Ist doch immer eine besondere Geschichte. Hat doch jeder Schmied so seinen Amboss, oder? Der Amboss, der dürfte von Großvater sein. Vom Großvater, ne? Ja, ja. 100 Jahre bestimmt. Da ist schon irgendwas geklopft worden, oder? Mhm. Und das da, das Holzstiegel? Und das ist ein Eiche-Ambossstock. Der ist einmal abbrennt, das weiß ich noch. Den habe ich angezähnt. Den hast du angezähnt? Als Bub. An der alten Schmitten noch. Und da habe ich so ein glühendes Eisen reingesteckt. Und in der Nacht hat er dann das Brennen angefangen. Dann war der Amboss auf dem Boden. Da, ich schätze, da hast du vielleicht eine Schollen gekriegt. War doch früher so, oder? War doch so. Also früher, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, es gab eine Schollen. Ja. Das war mit der Dislokation verbunden. Ja. Meistens hat es ihn dann ein wenig auf die Seiten geschoben. Das hat nicht geschadet, wie man sieht. Also bitte nicht weiterführen, aber so alt ist es dann schon. Da steht vielleicht dann schon was herin, gell? Ja, wer ist jetzt da noch dazu? Hey, wer ist jetzt er? Hey. Ach, das ist der Chef. Du bist doch der Chef, gibst du so. Sagt das ist. Und haben auch schon eine Pfanne vom Onkel. Ha? Haben wir eine Pfanne? Servus, wer bist jetzt du? Der Alfons. Alfons, aber der mir sagen, du da herin. Gell? Alfons, hast du auch was Gescheites gelernt? Ich schon. Das ist Spengler, oder was macht er jetzt er? Ich mach, früher habe ich Landmaschinen, Schmied. Schmieder? Auch ein bisschen, ja. Und jetzt mache ich Heizung auch nicht. Das ist ja alles, alles Handwerk, wie er es lebt und lebt, gell? Ja, wir haben sein so Erbe. Ihr braucht es euch nicht da, gell? Ja. Das ist, ich komme da mal her, wenn wir noch einen Platz brauchen. Ja, das war's schon wieder. So schnell geht's, gell? Ja. Sauber bleiben. Mhm. Ja, ich bin ein Oberpfälzer. Und ich habe genau gesehen, weil er einen Mundwinkel nach hinten verzogen hat. Das Gespräch ist jetzt eh beendet, gell? Wünsche alles Gute. Thomas, da mal brav bleiben, gesund bleiben und mach dein Tagwerk weiter, solange wie es geht. Ja, ja, habe ich vorher. In diesem Sinne. So, liebe Zuschauer, das war's aus der Schmiede hier in Tegernbach. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Machen Sie es gut. Ich bleibe hier auch stehen, weil es ist ja wahnsinnig warm schön. Servus, pfiat euch. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Mittelstädten. Wechseln auch Sie.